Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Red Dead Redemption 2. So Leute, da sind wir wieder und jetzt werden wir von der ganzen Stadt oder was weiß ich, ganzer Stadt, ganze Map hier, whatever gesucht, ey. Lass mich durch! Lass mich durch! Ey! Sind wir immer noch gesucht? Kopfgeld $5, gut, das geht ja noch. Mann, oh Mann, oh Mann. Blöde Kuh, nochmal $5 kosten. Gott sei Dank nur $5, das geht ja dann noch. Mal gucken, was so jetzt noch für eine Scheiße auf uns zukommt. Okay, noch haben wir unseren Ruf. Si Chang, Zhou Chang, ja, was auch immer. Keine Ahnung, was das heißt. Wahrscheinlich sowas wie Hallo. So, schnell hier hin. Mr. Morgan! Excuse me, Father. Sister, I've got your cross. You didn't! Oh, I did. Wir sehen uns geschimpft, die Cops. Physically. Mentally, it's a piece of work. Who am I to say? Brother Dorkins was right about you. You are the most wonderful man. Brother Dorkins is greatly deceived, I'm afraid, but I'm happy to help a little. Thank you. You see, it's a thing, but my mother gave it to me when I was a novice. Shortly before she passed, you are the most wonderful man. Oh, excuse me, Father. Sister, enjoy your day. See, Father? Brother Dorkins found him. I told you. Brother Dorkins was fantastic. Come on. So, wie sieht der Kopfgeld technisch aus? Haben wir natürlich behalten, ey, leck mich am Arsch. Und Post haben wir auch. Na gut. Gott sei Dank sind wir ja hier direkt in der City, da können wir das direkt klären. Hey, folks.
Howdy. Fine morning, partner. Oh, do you have the time there? I can't say. Hey there! Hello? Hey, ma'am. Good morning, sir. Hey! What did I do to you? Nix! Du hast nur guten Morgen gesagt. Schnell unser Kopfgeld bezahlen, bevor das irgendwelche Probleme gewinnt, $5. Und dann können wir auch schon weitermachen. Kopfgeld bezahlen. So. Wie sieht es jetzt zeittechnisch aus? 8:21 Uhr, ich glaube, es klappt wieder. 8:23 Uhr. Die Zeit läuft wieder, okay. Es läuft wieder, wunderbar. War doch eine Mission, aber irgendwie scheint jetzt nicht mehr da zu sein. Wir reiten nun jetzt nochmal hier hoch und dann schaue ich mir das Ganze nochmal an, ob da nochmal was auftaucht, aber auf jeden Fall so ein Gebiet. Aber erstmal trinke ich noch was und dann stehen wir weiter. So. Das werde ich. Hoffentlich kann ich das auch. Aber bei der Scheiße, die heute jetzt schon mir passiert ist. Totan, ja. Leho, genau. Hallo, dear. Hallo, ma'am. Hallo. How you doing? 冇得輸啦. What is the matter with you? Ne, die Mission scheint nicht mehr da zu sein. Morning, sir.
there. Ne, sieht nicht mehr aus, als wäre hier irgendeine Mission. Hallo. Hallo, Sir. Morning, lady. What happened? You lost some of your game on the way in? Ne, dann würde ich sagen. Ah, jetzt haben wir doch wieder eine Mission. Hier, jetzt sind die Fragezeichen wieder da. Ich kann hier jemanden treffen. Also so Tinder-Date-mäßig oder was? Nee. Schauen wir einfach mal. Oh Gott, der war schlecht. Ich frage mich, ob wir den Typen nochmal mit Gabbit oder was, der den ganzen Zeit Garrett, so ein komischer Engländer sucht. Und ob wir denen dann nochmal helfen können irgendwann. Also so überhaupt. Da war wieder, glaube ich, auf jeden Fall eine mögliche Mission oder so. Aber ich möchte jetzt nichts zu tun haben, weil wir haben hier eine Mission. Nee, aber du. Warum auch immer. So, dann schauen wir mal hier. Was haben wir denn hier Schönes? Ich glaube, die hatten wir schon mal die Mission gesehen. Vorletzte Folge irgendwann, wo wir diese Kutsche da irgendwie geholt hatten oder so. Ich reite, also. So. Ich glaube, wir sind da. Ich glaube, der gelacht hat, gerade. Das ist, glaube ich, die Person, um die es jetzt schon geht. Vielleicht auch der Typ, der da schon da rumsteht auf dem Weg. Ich glaube, die haben Lagerfeuer. Sind die Personen, die wir suchen.
Excuse me, bud. Nee. Da haben wir sie doch. Markierung weg. Und was willst du? Listen, bit of a weird question, but do you know where I might find some moonshine? What? Moonshine. No, strong liquor. Over strong. Wow, you want to get over drunk? No, it's not drinking. What is it for? Oh, I just need some. Well, as luck would have it, you are in the legal hooch capital of America. There's plenty of real booze here. But for shine, well, I'm guessing you need to go out into the woods. I mean, I know you'd have to go out into the woods. Now listen, I don't need that much. How much? About 100 gallons. Of shine? Yes, thereabouts. Why? All right, I'm trying. I'm building a machine. A machine of love. Hundreds of gallons of hooch. Love's gonna come pretty cheap. Please, friend. I'll pay. Just bring it here. It's for a good cause. Well, if anyone knows who's moving that kind of shine, it'll be that stagecoach guy in Rhodes. Sprich mit den. Aha, machen wir das. Aha, jo, so. Mit wem sollen wir sprechen? Warte mal. Hilfe. Mit wem sollten wir sprechen? Scheiße. Kriegen wir jetzt auch nicht mehr gesagt. Okay, da kommt dann nicht Hilfe, sondern auf die Karte. Und dann haben wir ja hier noch hier was zu tun. Noch so eine fremde Person. Hier kannst du jemanden treffen. Ja. Gut, dann gehen wir mal auf unser Date Nummer 2. Ja, der Typ hinter mir ist das Problem, tatsächlich. Natürlich. Guck mal, das hat gut
Rang gegeben. Also Beliebtheit. Ich dachte schon, das wäre der Typ, der Gavin sucht. Oh, das ist doch ein schönes Haus da mit den Blumen und so. Not bad. Und dann wären wir auch schon bei unseren... bei unserer zweiten Person. Und der Typ geht mir schon wieder... ist das dasselbe Depp, oder? So, schauen wir mal. Oh, das ist auch, oh, das ist auch ein geiles Haus. So, suchen wir mal, wo ist unser Ziel? Oder eher gesagt, unsere fremde Person, die wir treffen können. Ich sehe hier nichts bisher. Irgendwie. Schlecht so. Stufe 6. Gentlemen, how do you do? Bonjour.
Aber wo ist die Person, die wir suchen? Hier ist doch gar nichts. Irgendwas mit der Hütte, da ist das Fragezeichen drauf. Oder Gewächshaus. Da müssen wir mal schauen jetzt. Ob hier irgendwo ein Eingang ist oder so. Ja, irgendwie. Kann man da irgendwie rein? Okay. Jetzt. One moment, please. This is extremely delicate. Die Ventilatoren, alles hier. Hey. Wonderful. Elgin and Wasp, purveyor of the exotic and the exquisite. Enchanté. Tacitus Kilgore. How can I help you? May I interest you in a hat, perhaps? How about a nymph? I import them from Brussels. The idiots in this town all want Italian nymphs, but the Italians make the coarsest of marble. I mean, quite frankly, the Baroque is an abomination. Belgium. Now that is a land for the connoisseur. Oh, yes. Yeah, as I always say. But, you know, I'm not really a nymph kind of man. No, of course, too ephemeral. You want something, more tangible, more gothic. I also make corsets. Would you like a corset? I always wear one. No. I don't think so. Yeah, I ride a lot of horses. A whalebone might stick in. Well, a cup of tea. Sure. And what is it you do, Mr. Kilgore? Are you a gentleman of leisure? An aesthete? An artist? I suppose I'm kind of an adventurer. Yes, of course you are. Here, be careful with the china, sir. It is French. A Belgian? No. They are Philistines in that area, not to be trusted. Youth, eternally preserved in marble is more their specialty. I fear China will always elude them. Now, why are you here exactly? I don't know. You're an adventurer. A wanderer, a lost soul cast out from heaven. Sure. Well, I do pay exceptionally well for certain objects needed for my art. You do? I do. Exceptionally well. Well, what do you need? Let's see. Right now, I have a couple of commissions. I need at least 15 egret plumes. Good ones, obviously. I also need 15 assorted orchids. Here's a list. Okay. I'll see what I can do. Thanks for the tea. Thank you, Tacitus. It'll be very worth your while. Mhm. Suche nach. Okay. Was ist schlecht? Oh, und Energie und so ist wieder schlecht. Gut, haben wir so Suchdinger auch, haben wir das, die beiden Dinger geklärt und wir haben aber hier jetzt was Neues. Was könnte Teil 3, okay. Ja, dann bleiben wir halt in Saint-Denis. Ich wollte eigentlich ein bisschen weiter hoch, jetzt außerhalb der Stadt, aber wenn hier schon wieder was ist. Careful. Some dangerous folk around here.
Make sure you get home safe. Au revoir. Madam. Bonjour. That's how the school sounds. Hello, sir. Behind you, ma'am. Monsieur? Der Wind ist windig, ja. Stimmt. Es hat wirklich ein bisschen windig als sonst. Ah, immer geil. Ich liebe diese Details. Wenn die Charaktere so richtig auf die Umwelt eingehen und alles. So, okay, hier oben. Müssen wir hier irgendwo rein? Da waren wir doch eben schon, ey. Da wurden wir doch eben erst überfallen. Jetzt sind wir da schon wieder rein. Oh Mann. Habe ich ja nicht so gutes Gefühl bei. Aber gut. Ist ja diesmal was anderes. Hoffe ich zumindest. Hier hoch müssen wir, oder? Ich denke schon. Ich denke, dass das hier richtig ist. Ja, das sieht sehr gut aus. Enjoy the show, if that's possible. What's this show then? Mr. Charles Chatternay. Go and see for yourself, but don't blame me. You should know the artworks are. I just don't like how much time you're spending with the man is all. Just wait until you see his work. It's very progressive. Well, I'm not so very sure how I feel about progression. Paintings or otherwise. Come on. Hallo, nicht ignorieren. This is maybe that's a good thing. One of them days. Hold on. Let me compose myself. Anyway, all the best to you. Hello. Party. Nice around here. I'm kind of new to these parts. Hurry up, will you? Die scheinen uns keine wirklichen Infos zu geben. Ist das richtig, wenn wir hier hochgehen? Schauen wir einfach mal. Hier geht nichts. Ne. Gut, da gehen wir wieder runter. Oh Gott, unsere Energie wieder. Da müssen wir wieder nachbessern. Ist wieder schlecht. So die ganzen Werte. Hey there. That's far too modern for my taste. Mr. Chardonnay. Look at these idiots.
Excuse me, Mr. Chatternay. Couldn't you have painted some drawers on her? Madame, I paint her in her natural state, as she was and will be in paradise. There's nothing natural about that. Clothes are civilization, repression, death. To be naked is to be free, innocent, alive. Like Buddha said, you know, we are all just here to fuck. Well, it explains the decadence of those Hottentots. Hey, you got a picture of my wife here. In her delicate. Henry, is that your behind? Why would you be showing it to that man? That's my mom. As nude as the day she was born. Stop looking at my husband's buttocks. Stop looking at my mama. Well, maybe she shouldn't expose herself like that. This is disgusting. The nerve on you. That's it. Oh, come on, Mildred. This is no place for us. Come here, son of a bitch. You filthy little man. Come on, horse. We're leaving. I'm coming after you, Frenchie. Hey. All right. Hey. Erstmal plündern. So. Ich will nichts haben. Das ist ja wohl, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass sie nichts haben. Wow. Wie die einfach nichts haben. Na gut. Das müssen wir hier wieder abhauen. Das werden wir bestimmt gejagt mit der Low Energie. Komm! Das war's. Hey, hey. Hallo, hallo. Gut. Oh Mann. Ich trinke gerade noch was. Und weiter geht's. Wir gucken auf die Karte. Was haben wir? Gerade nichts in Saint-Denis. Dann. Ich weiß nicht, bevor wir hier irgendwas machen. Rufen wir mal das Pferd.
So. Hä? Warte mal, ich will das Inventar öffnen. Aber wir müssen uns aufs Pferd dafür setzen, oder was? Ah, okay. Ich esse mal was. Und dann medizinisch haben wir uns noch was rein. Das ist alles, was wir machen können. Gut. Nee, der Stadt scheint jetzt tatsächlich noch Feierabend zu sein. Dann einmal hier hoch. In den Sumpf tatsächlich. Gut. Was ist da vorne los? Karten. Alright, calm down. Let me see what I can do. Oh, thank God. Just be sure not to bang around the place too much. I'll wait out here. Muss mich aber nicht schubsen. Ratten, hat man da nicht schon mal was? Lass mich erstmal umsehen. Würde ich sagen. Ratatouille hier, komm. Kommen wir hier rein? Nee. Soll ich ihn noch aufheben? Nee, er soll das selber machen. So. Thanks, Mister. Take this. You earned every cent. I killed worse. $12.70 und Respekt dazu. Und es ist Nacht. Okay, die Zeit läuft weiter. Ich dachte, ich wäre schon wieder stuck, aber
Läuft schon weiter und jetzt ist auf einmal Nacht, ey, warum? Vielleicht sollten wir auch doch erstmal schlafen. Wir haben doch hier bestimmt irgendwo ein Hotel, oder? Wegpunkt, Kontrollpunkt, Masken. Arzt, Ausführung, Foto. Heller, Hotel. Nee, das sind nur zwei Hotels. Wow. Als ob Santi nicht kein Hotel hat, das verstehe ich gar nicht. Na gut. Dann müssen wir halt in unser Camp. Bringt ja nichts. Das bringt ja nichts. Dann müssen wir halt in unser Hotel einmal. Müssen wir uns da im Hotel einmal ausruhen, ne? Ist da irgendwas? Keine Ahnung. Ich glaube, es ist nichts. So. Hey, fellas. Content pour voir. Mais bonjour. Ach ja. So, okay. Anbieten.
Oh, Pferd hat schon wieder keine Energie mehr. Irgendwie gibt mir das Pferd richtig auf den Sack. Es hat ja nie Energie. Ich kann es ja nicht mal fit. Hab doch immer mal was zu fressen für dich. Tut mir leid. Geht nicht anders. Ah, jetzt geht's aber komischerweise. Ja klar, auf einmal von den 30 Sekunden hast du Energie bekommen, ist klar. Na gut, in dem Spiel sitzt es ja 5 Minuten ungefähr, wenn man absteigt, ganz schnell, kurz mal. Weil die Zeit geht ja so schnell rum. Ach naja. Heute sind auch irgendwie wirklich, das Spiel ist ein bisschen verbackt. Ich habe hier, das ist schon das zweite Mal, dass ich jetzt eine dritte Pop-In, was ich jetzt auch gesehen habe. Irgendwie ist das hier performance-mäßig, also nicht performance-mäßig, aber irgendwie stelle ich heute die ganze Zeit irgendwie Bugs vor oder so Pop-Ins oder sonst was. Beziehungsweise stelle ich mir nicht vor, sehe ich die ganze Zeit so. Schon komisch. Wird schon wieder Tag? Irgendwie voll hell. Ganz schön laut hier ist. Fabrik ist die ganze Zeit am Laufen, ey. Schon schön fleißig. Ja, jetzt hat unser Pferd die ganze Zeit noch Energie. Klar, und eben war es direkt der Schöpfer. Was von der kurzen Pause, die wir gerade eben gemacht haben. Ist klar. Aber ich hätte jetzt mal lieber mal eine Klappe halten sollen, weil jetzt gleich fängt er direkt wieder an, so, ich kann nicht mehr. Oder sie eher gesagt. Ja, aber bis jetzt ist alles gut, perfekt. Ja, jetzt haben wir schon keine Energie mehr. Ich spring mal kurz ab. Oh, jetzt haben wir wieder Energie, ne? Wir haben auch nicht mehr viel Energie. Ja, genau. Ach, wie geil. Ich glaube nicht, dass das realistisch ist, aber gut.
Und da sind wir in der dritten Session oder im dritten Teil der Session. Weiter geht's. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Und da fährt der Zug über die Brücke. Und unser Pferd ist wieder erschöpft, aber ist mir jetzt auch egal. Dann ist das jetzt halt so. Ich habe jetzt keinen Bock nochmal abzusteigen. Aber wobei, doch, machen wir, weil... weil das Pferd da ein bisschen schneller geht. Außerdem ist es Tierquälerei. Oh, da ist schon wieder. Da ist schon wieder ein Pferd gestorben. Sogar diesmal, glaube ich, an derselben Stelle. Keiner da. So, jetzt schön weg, damit keiner sagen kann, wir haben es getötet. $24, was haben wir da aufgesammelt? Das war gar nicht mal so schlecht. Die Ausbeute. Tut mir leid, ich muss mich ausruhen.
Mir fehlt echt die Energie dafür jetzt. Ach ja. So. Oh, ich bin total kaputt. Was ist das für ein schwarzer Punkt auf der Karte? Das schaue ich mir erstmal noch an, was das sein soll. Ah, Säcke sind das. Ja, keine Ahnung, warum weiß ich nicht. Gut. Wir gehen jetzt schnell ins Bett. Kann man die Glocke läuten? Ich glaube nicht, oder? Nee. Das geht nicht. Okay, mal jetzt mal hier rein. Beitrag leisten. 50.
50 Cent würde ich, nee, also ein Dollar spende ich. So, jetzt sind wir hoch. Ja, $1 ist gut. Ja, machen wir $1, komm. Passt gut. $1.01, bisschen Respekt. Können wir irgendwas kaufen? Nee, $220 brauchen wir. Wir haben ja $36.61. Gut. Ein bisschen was gespendet. Kaufen wir später irgendwann mal. Jetzt ruhe ich mich erstmal aus. Oh. Oh Mann. Ich hoffe, wir können uns jetzt ausruhen. Ich würde jetzt die zweite Option von den drei nehmen. 12 Stunden oder was das sind. Weil ich würde sagen, pro Mission machen wir eine Schlafoption und. Was hier? Nein, ich will schlafen. Ja. Na! Schlafen! Ach ne, 4 Stunden, 10 Stunden, 16 Stunden in dem Fall. Machen wir 4 Stunden. Ich würde sagen, immer pro Mission wählen wir eine Option aus. Also, beziehungsweise die eine Mission geschafft, nehmen wir die kleinste aus, zwei Missionen geschafft. Nehmen wir die mittlere. Und wenn wir drei Missionen oder auch mehr Missionen geschafft haben, nehmen wir halt die dritte höchste Stufe halt. So. Jetzt sind wir ausgeruht. Ich glaube, unser Pferd ist jetzt auch ausgeruht. Falls nicht, dann nehmen wir uns einfach was anderes. Was haben wir hier denn? Munition. So, nehmen wir mal ein Päckchen mit. Warum nicht? Why not? Und dann gucken wir, wie es unserem Pferd geht. Wie geschriegelt werden will das. Aber die Werte sind, glaube ich, wieder okay. Schauen wir mal. Ja, ich dachte gerade, wäre abgeschlossen. Ja, so schön, ne? Hey, Arthur. Was ist? How you doing? Fine. Listen, I'll be taking off for a few days. Sure. What are you up to? Eagle Flies. Chief's son? Yeah, I remember. He needs my help. Okay. Anything I can help with? No. I feel this is something that means more to me than you. Well, you've saved my hide often enough, brother. Mm. Some boys he knows have been taken. I mean, sent to reform school or someplace far away. I said I'd see if there was some way I could help free him. Okay. This should be easy enough. I'll sneak in at night and send him home. Just a one-man job. Good luck. Mm-hmm. Good. So, wir gucken mal. Wie sieht El Ferto aus?
Nehmen wir das hier, das ist auch viel stärker und größer. Ach komm, wir nehmen heute mal das hier, das. Das ist doch ein geiles Teil. So. Und dann würde ich sagen. Immer noch nichts zu tun in Sentini. Ah, guck mal, da müssen wir gar nicht so weit weg. Wenn ich mir irgendwas vornehme, dann ist es direkt schon mal wieder woanders irgendwas. Na gut. Wir haben eh nur noch, wir sind eh in der dritten Stunde schon. Ist vielleicht zeitmäßig eventuell die bessere Variante sogar. How you getting up? Fine so far. To think I was once a damsel in distress, and now they got me protecting them. Oh, nice. Ich habe einen Brief. Ich brauche keine Briefe. Wer schreibt mir denn? Ist das GZ oder was? Weil ich meine Rechnung mal wieder nicht bezahlt habe. Aber ernst im Ernst, muss man wirklich mal irgendwann mal die scheiß Briefe angucken. Auch wenn die mich nicht wirklich interessieren. Ich will nämlich hier was machen, was erleben und nicht irgendwelche scheiß Kacke lesen. Stufe 3. Auf Stufe 7. Cool, wie wir die ganze Zeit immer alles erhöhen. Ah, auf 8. Oh, jetzt reicht also. Jetzt mal nicht übertreiben. Direkt mal dreimal geskillt hier. Und es wird schon wieder dunkel, ne? Kontostand erstmal korrigiert. Irgendwie hört die Musik sich gerade irgendwie ein wenig traurig an, zum Teil. Aber auch ein bisschen leicht bedrohlich, irgendwie so beides.
Und jetzt hat die Musik aufgehört. Auch gut. Er hat irgendwie einen falschen Eindruck auch auf mich gemacht. Das andere, das war wieder so ein Arschloch, der davor. Na gut, von mir aus. Lassen wir uns mal gerade nicht von stören. Steckbriefe, ja. Das kann man mal vielleicht mal machen, wenn jetzt mal nichts Spannendes zu tun ist, aber wenn man aktuell die ganze Zeit über spannende Sachen die ganze Zeit. Ja, hier, du mich auch, ey, Arschloch. Wenn ich dich grüße, hast du mich zurückzugrüßen. Haben wir uns verstanden? Ja, also wie gesagt, auf den Steckbriefen und so, das können wir mal machen, wenn jetzt sonst nichts zu tun ist, aber ansonsten haben wir ja immer irgendwo coole Sachen, die wir sonst so erledigen können. Oder auch mal nicht so geile. Ich will lieber schön Story machen. Oh, was ist denn da schon wieder los? Ich habe das Safe da was angestellt. Aber gut, ich höre jetzt so jetzt nichts weiter. Lassen wir es jetzt einfach mal so, wie es ist. Wird schon irgendwie passen, oder auch nicht. Und schon wieder so ein Pop-In. Was ist da schon wieder los? Ja gut, da können nichts mehr machen. Na gut. Aber mir fällt gerade auf, da, wo das Pferd da eben auf dem Weg lag, wo wir zurück in unser Camp gegangen sind, wo wir jetzt schon wieder weg sind, da, das lag da vorher schon, oder? Also schon mal. Das ist tatsächlich eines der wenigen Ereignisse, die sich dann mal wiederholt haben. Ich weiß nicht, ob es genau dasselbe Pferd mit demselben Skin war und 100% exakt dieselbe Position, aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist es genau dasselbe gewesen. Ist die Mission noch da? Scheiße, nee, ist nicht mehr da. Dann müssen wir doch da runter reiten. Na gut, ich könnte jetzt Zug nehmen, aber ich glaube, da fährt keiner hin. Ich habe ungeöffnete Briefe. Nee, sorry. Ich bin zwar gerade da, aber uninteressant.
Dann mache ich mir lieber doch mal was Spannendes. So. Das ist auch so eine Sache, die kann man machen, wenn nichts zu tun ist. Ah, blöd, jetzt bin ich hier extra angereist und jetzt ist das schon wieder weg. Das ist wieder sowas, was nur auf bestimmte Zeit und so verfügbar ist. Oh Mann. Naja, dann reisen wir weiter. Wir haben noch mehr zu tun. Gott sei Dank. Ach hier, da war er bald mit Trunkenen da hier, ne? Irgendwo da. Das weiß ich schon noch genau. Oder da oben. Ich glaube hier, oder genau da so drinnen waren wir, glaube ich, ja. Das war witzig. Die dummen Wildschweine, die da die ganze Zeit her sind und so. Was ich denke, was ich hier tue, normal reiten ohne Stress tatsächlich. Mein Gott. Oh, ich hoffe, der Depp ist gleich weg. Dass er gleich irgendwie abbiegt oder wir abbiegen müssen, wo der dann nicht her. Herr muss. Get a move on, will ya? Komm, bieg da irgendwo jetzt ab an der Möglichkeit. Guck mal, hier gibt es jetzt mehrere Abbiegmöglichkeiten. Ja, komm, jetzt hier irgendwo abbiegen, Leute. Oh, Gott sei Dank. Sind weg, ne? Perfekt. Perfekt. Habe ich jetzt keinen Bock, die noch die ganze Zeit hinter mir, wenn die jetzt die ganze Zeit noch hinter mir gewesen wären. Da hätte ich jetzt wenig Bock drauf gehabt. Oh, jetzt sind wir wieder im Sumpf. Scheint wieder so eine Sumpfgeschichte zu sein, oder was? Oh, das war doch noch ein bisschen weiter noch, ja. Na gut. Dann schauen wir mal. Frag mich eigentlich, wie haben die Brücke eigentlich damals gebaut, wenn hier überall die ganze Zeit diese Gefahren herrschen? Was sind da unten? Tiere oder so? Steine? Vögel? Enten? Ja, tatsächlich. Ich
Ja, das frage ich mich aber echt so. Wie hat man bei der Gefahr eigentlich das damals hier gebaut? Die Wolken backen irgendwie ein bisschen rum im Hintergrund. Wie gesagt, heute sind irgendwie viele Bugs irgendwie. Also mehr als sonst. Ist nicht wirklich schlimm, aber ja. Sie sind da auf jeden Fall. Die sieht, man sieht sie halt hin und wieder immer mal öfters mal. Ne? Jetzt zum Beispiel die ganze Zeit. Weiß nicht wieder, wie ihr das so auf YouTube so seht, aber ich sehe sie auf jeden Fall jetzt permanent. Ach ja. Da chillt wieder so ein Krokodil. Da hinten, was ist das? Kein Plan. Dann halt nicht.
Immerhin ein Netter. Oh ne, wieder so ein Kutschendepp. Schreit da einer? Genau, easy, ist nur ein Vollidiot. Alter, was ist denn das für Nebel jetzt hier? Alter, sieht so aus wie so eine richtige Unschärfe. Oh, das ist ja heftig. Was ist das denn hier? Leck mich am Arsch. Oh Mann, Alter. Und hier gibt es auch keine Möglichkeit, dass der mal abhauen kann ein. Aber wir sind da. Ah, hier wieder. Bei den Sümpfen wieder so eine Geschichte. Okay, nice. Oh ne, ist das wieder da im Wasser, so eine Geschichte? Oh, bitte nicht. So, Dutch, what's Tahiti like anyhow? I have no idea. Ah, Tahiti. Arthur, there you are. Come on. Thomas, let's get going. Right you are. Hey, Bill, you were a sharpshooter in the cavalry, weren't you? What? When we get there, maybe you could help. Oh, weh, kommt wieder gleich so eine Krokodilscheiße oder Alligatorkacke. That's right. What was it? The nation's most loyal latrine digger, wasn't that it? Yeah, well, I fought, and I fought well. So you always tell us. Taught me something you could do with learning. Them Indians were savages. Clutch your mouth there, boy. Watch it. Only type of savage in these parts, a moonshine, swilling pompous, inbred locals. Dutch, I saw things out there. I don't doubt you saw things, Bill, but your tiny little mind was too small to comprehend what you saw. What you saw was people who lost everything to savagery. Savagery of peasants. Failures come from Europe to reap some awful vengeance on God's last creation. Interesting way you boys gotta prepare for a kill. I'm sorry I wasted my life trying to teach you boys. Love you though, my dear. Well, leaving love aside. You think we got this? Don't you never leave love aside, Arthur. It's all we got. Ah, da sehe ich das schon wieder kommen. Da habe ich schon wieder so eine Scheiße gesehen. Aber zumindest jetzt auf jeden Fall dann nichts im Wasser. Zumindest jetzt auf den ersten Blick nicht. So, was jetzt? Okay. Bill, you're with me. Arthur, John, you take the left side. If you see a shot, you take it. Okay? Good luck, gentlemen. Arthur, let's go. Okay. Oh, John. Dich werden wir auch noch spielen. Nicht in diesem Spiel, aber in Red Dead Redemption, also im ersten Teil. Aber davor spielen wir auch noch erstmal Red Dead Revolver. Aber jetzt können wir uns erstmal um
diese Kollegen hier. Als ob die uns nicht sehen. Jetzt geht's los! Oh, schöner Schuss! So, den haben wir platt gemacht. So. Plündern. Unbedingt Geld holen. Oh, guck mal, da ist ja gar nicht mal so wenig bei dem zu holen. Wir müssen die Leichen plündern. Wir brauchen Kohle, Leute. Ja, die wissen echt nicht, wie man Kohle macht. Also, beziehungsweise, das ist, hallo? Okay, jetzt haben wir keine Möglichkeit mehr. Oh, was war das denn für... Hey, lol. Okay. Der war geil. Oh, noch so ein geiler Schuss. Oh, der war geil. Der war geil, der Schuss. Ja, aber ich plündere draußen erstmal die Leichen nochmal. Weil ich habe da sogar noch eine Leiche übersehen. Die nehmen wir natürlich erstmal mit. Komm sofort wieder. Bitte Spiel, lass mich einfach. Ich will die Kohle holen. Ich habe 1000 Dollar verloren und viele Spenden gegeben. Ich will nur meinen Kontostand mehr oder weniger zurückbringen. Ist für uns alle gut. Okay, da das Spiel scheint mich zu lassen. Der scheint nichts zu haben.
Okay, hier haben wir alles. Nehmen wir den noch aus. Zack. Oh. Lol. Leute, sichert mich, damit ich meine Arbeit machen kann. So, jetzt können wir mal hochkommen. Ich komme doch schon. Oh, guck mal, der ist ja auch noch nicht. Plündern. Okay, da kommst du nicht ran. Oh, was haben wir denn hier Schönes? So. Da wird auch nichts. Oha, das ist ein schöner Schuss, so. Au! Du schon wieder. Ich schon. So, erst wird er geplündert.
mal, das hat schon gelohnt, Alter. Der hat fast $160 gehabt. Oh nee, die Bullen. Scheiße. Alter, was geht hier ab? Komm schon! Oh, schöner Schuss wieder. Okay. Ja, bis jetzt klappt alles ganz gut. Wo ist er denn? Okay. Aber da war eben Krokodil. Da wird bestimmt noch was passieren. Oder Alligatoren sind das ja eher gesagt. Da war doch schon wieder einer, oder? Komm, meint ich zumindest. Hey, Big Man. We gonna ransom you or what? Because from where I'm sitting, you're the one deserving of pity, my friend. All your men, all your money, it weren't no match for a bunch of bumpkins. You are nothing. Leute, wir sehen uns gleich wieder. Es gibt ja also doch noch eine vierte Session, also dass wir noch einen vierten Part dran hängen, weil die Zeit ist rum und ja. Aber wir haben natürlich noch nicht alles geschafft, also hängen wir noch ein bisschen Bonuszeit dran. Wir sehen uns gleich wieder. Und da sind wir in der dritten Session oder im dritten Teil der Session. Weiter geht's.
Hey, mister. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Und da fährt der Zug über die Brücke. Und unser Pferd ist wieder erschöpft, aber ist mir jetzt auch egal. Dann ist das jetzt halt so. Ich habe jetzt keinen Bock nochmal abzusteigen. Aber wobei, doch machen wir, weil... weil das Pferd da ein bisschen schneller geht. Außerdem ist es Tierquälerei. Oh, da ist schon wieder. Da ist schon wieder ein Pferd gestorben. Sogar diesmal glaube ich an derselben Stelle. Keiner da. So, jetzt schön weg, damit keiner sagen kann, wir haben es getötet. 24 Dollar, was haben wir da aufgesammelt? Das war gar nicht mal so schlecht. Die Ausbeute. Tut mir leid, ich muss mich ausruhen. Mir fehlt echt die Energie dafür jetzt. Ach ja.
Arthur. You can tell me later. So. Oh, ich bin total kaputt. Was ist das für ein schwarzer Punkt auf der Karte? Das schaue ich mir erstmal noch an, was das sein soll. Ah, Säcke sind das. Ach, keine Ahnung, brauchen wir jetzt nicht. Gut. Wir gehen jetzt schnell ins Bett. Kann man die Glocke läuten? Ich glaube nicht, oder? Nee. Das geht nicht. Okay, mal jetzt mal hier rein. Beitrag leisten. 50. $0.50 würde ich, nee, also $1 spende ich. So, jetzt mal hoch. Ja, $1.01 ist gut. Ja, machen wir $1.01, komm. $1.01, bisschen Respekt. Können wir irgendwas kaufen? Nee, $220 brauchen wir. Wir haben ja $36.61. Gut. Ein bisschen was gespendet. Kaufen wir später irgendwann mal. Jetzt ruhe ich mich erstmal aus. Oh. Oh Mann. Ich hoffe, wir können uns jetzt ausruhen. Ich würde jetzt die zweite Option von den drei nehmen. 12 Stunden oder was das sind. Weil ich würde sagen, pro Mission machen wir eine Schlafoption und rasieren. Nein, ich will schlafen. Ja.
Na! Schlafen! Ach ne, 4 Stunden, 10 Stunden, 16 Stunden in dem Fall. Machen wir 4 Stunden. Ich würde sagen, immer pro Mission wählen wir eine Option aus. Also beziehungsweise eine Mission geschafft, nehmen wir die kleinste aus. Zwei Missionen geschafft, nehmen wir die mittlere. Und wenn wir 3 Missionen oder auch mehr Missionen geschafft haben, nehmen wir halt die dritte höchste Stufe halt. So. Jetzt sind wir ausgeruht. Ich glaube, unser Pferd ist jetzt auch ausgeruht. Falls nicht, dann nehmen wir einfach was anderes. Was haben wir hier denn? Munition. Oh, nehmen wir mal ein Päckchen mit. Warum nicht? Why not? Und dann gucken wir, wie es unserem Pferd geht. Wie geschriegelt werden will das. Aber die Werte sind, glaube ich, wieder okay. Schauen wir mal. Ja, ich dachte gerade, wäre abgeschlossen. Ja, so schön, ne? Hey, Arthur. Was ist? How you doing? Fine. Listen, I'll be taking off for a few days. Sure. What are you up to? Eagle Flies, Chief's son. Yeah, I remember. He needs my help. Okay. Anything I can help with? No. I feel this is something that means more to me than you. Well, you've saved my hide often enough, brother. Mm. Some boys, you know, have been taken. I mean, sent to reform school or someplace far away. I said I'd see if there was some way I could help free them. Okay. This should be easy enough. I'll sneak in at night and send him home. Just a one-man job. Good luck. Mm-hmm. Good. So, wir gucken mal. Wie sieht El Ferto aus? Nehmen wir das hier, das ist auch viel stärker und größer. Oh, komm, wir nehmen heute mal das hier. Das ist doch ein geiles Teil. So. Und dann würde ich sagen, immer noch nichts zu tun in Sentini. Ah, guck mal, müssen wir gar nicht so weit weg. Wenn ich mir irgendwas vornehme, dann ist es direkt schon mal wieder woanders irgendwas. Na gut. Wir haben eh nur noch, wir sind eh in der dritten Stunde schon. Ist vielleicht zeitmäßig eventuell die bessere Variante sogar. Arthur? Fishcare. How you getting up? Fine so far. I did think I was once a damsel in distress, and now they got me protecting them. Oh, nice. Ich habe einen Brief. Ich brauche keine Briefe.
Wer schreibt mir denn? Ist das GZ oder was? Habe ich meine Rechnung mal wieder nicht bezahlt ab. Aber ernst im Ernst, muss man wirklich mal irgendwann mal die scheiß Briefe angucken. Auch wenn die mich nicht wirklich interessieren. Ich will nämlich hier was machen, was erleben und nicht irgendwelche scheiß Kacke lesen. Stufe 3. Auf Stufe 7. Cool, wie wir die ganze Zeit immer alles erhöhen. Ah, auf 8. Oh, jetzt reicht also. Jetzt mal nicht übertreiben. Direkt mal dreimal geskillt hier. Und es wird schon wieder dunkel, ne? Kontostand erstmal korrigiert. Irgendwie hört die Musik sich gerade irgendwie ein wenig traurig an, zum Teil. Aber auch ein bisschen leicht bedrohlich, irgendwie so beides. Und jetzt hat die Musik aufgehört. Auch gut. Er hat irgendwie einen falschen Eindruck auch auf mich gemacht.
andere, das war wieder so ein Arschloch, der davor. Na gut, komm hier raus. Lassen wir uns mal gerade nicht von stören. Steckbriefe, ja. Das kann man mal vielleicht mal machen, wenn jetzt mal nichts Spannendes zu tun ist, aber wenn wir aktuell die ganze Zeit über spannende Sachen, die ganze Zeit. Ja, hier, du mich auch, ey, Arschloch. Wenn ich dich grüße, hast du mich zurückzugrüßen. Da musst du verstanden. Ja, also wie gesagt, für Steckbriefen und so, das können wir mal machen, wenn jetzt sonst nichts zu tun ist, aber ansonsten haben wir ja immer irgendwo coole Sachen, die wir sonst so erledigen können. Oder auch mal nicht so geil. Halt für lieber schön Story machen. Oh, was ist denn da schon wieder los? Nimm das Safe da was angestellt. Aber gut, ich höre jetzt so jetzt nichts weiter. Lassen wir es jetzt einfach mal so, wie es ist. Wird schon irgendwie passen, oder auch nicht. Und schon wieder so ein Pop-In. Was ist da schon wieder los? Ja gut, da können wir nichts mehr machen. Na gut. Aber mir fällt gerade auf, da, wo das Pferd da eben auf dem Weg lag, wo wir zurück ins in unser Camp gegangen sind, wo wir jetzt schon wieder weg sind, da das lag da vorher schon, oder? Also schon mal. Das ist tatsächlich eines der wenigen Ereignisse, die sich schon mal wiederholt haben. Ich weiß nicht, ob es genau dasselbe Pferd mit demselben Skin war und 100% exakt dieselbe Position, aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist es genau dasselbe gewesen. Ist die Mission noch da? Scheiße, nee, ist nicht mehr da. Dann müssen wir doch da runter reiten. Na gut, ich könnte jetzt Zug nehmen, weil ich glaube, da fährt keiner hin. Ich habe ungeöffnete Briefe. Nee, sorry. Ich bin zwar gerade da, aber uninteressant. Dann mache ich mir lieber doch mal was Spannendes. Das ist auch so eine Sache, die kann man machen, wenn nichts zu tun ist. Ah, blöd, jetzt bin ich hier extra angereist und jetzt ist das schon wieder weg. Das ist wieder sowas, was nur auf bestimmte Zeit und so verfügbar ist. Oh Mann. Naja, dann reisen wir weiter. Wir haben noch mehr zu tun. Gott sei Dank.
Ach hier, da war bei Betrunkenen da hier, ne? Irgendwo da. Das weiß ich schon noch genau. Oder da oben. Ich glaube hier, oder genau da so drinnen waren wir, glaube ich, ja. Das war witzig. Die dummen Wildschweine, die da die ganze Zeit hin her sind und so. Was ich denke, was ich hier tue, normal reiten ohne Stress tatsächlich. Mein Gott. Boah, ich hoffe, der Depp ist gleich weg. Dass der gleich irgendwie abbiegt oder wir abbiegen müssen, wo der dann nicht her muss. Komm, bieg da irgendwo jetzt ab an der Möglichkeit. Guck mal, hier gibt es jetzt mehrere Abbiegmöglichkeiten. Ja, komm, jetzt hier irgendwo abbiegen, Leute. Oh, Gott sei Dank. Sind weg, ne? Perfekt. Perfekt. Ich habe jetzt keinen Bock, die noch die ganze Zeit hinter mir, wenn die jetzt die ganze Zeit noch hinter mir gewesen wären. Da hätte ich jetzt wenig Bock drauf gehabt. Oh, jetzt sind wir wieder im Sumpf. Scheint wieder so eine Sumpfgeschichte zu sein, oder was? Oh, das war doch noch ein bisschen weiter noch, ja. Na gut. Dann schauen wir mal. Frag mich eigentlich, wie haben die Brücke eigentlich damals gebaut, wenn hier überall die ganze Zeit diese Gefahren herrschen? Was sind da unten? Tiere oder so? Steine? Vögel? Enten? Ja, tatsächlich. Ja, das frage ich mich aber echt so. Wie hat man bei der Gefahr eigentlich das damals hier gebaut?
Oh, die Wolken backen irgendwie ein bisschen rum im Hintergrund. Wie gesagt, heute sind irgendwie viele Bugs irgendwie. Also mehr als sonst. Ist nicht wirklich schlimm, aber ja. Sie sind da auf jeden Fall. Die sieht, man sieht sie hier halt hin und wieder immer mal öfters mal. Ne? Jetzt zum Beispiel die ganze Zeit. Weiß nicht wieder, wie ihr das so auf YouTube so seht, aber ich sehe sie auf jeden Fall jetzt permanent. Ach ja. Da steht wieder so ein Krokodil. Da hinten, was ist das? Kein Plan. Aha. Dann halt nicht. Immerhin ein Netter. Oh nee, wieder so ein Kutschendepp. Schreit da einer? Genau, easy, ist nur ein Vollidiot.
Alter, was ist denn das für Nebel jetzt hier? Alter! Sieht so aus wie so eine richtige Unschärfe. Oh, das ist ja heftig. Was ist das denn hier? Leck mich am Arsch. Oh Mann, Alter. Und hier gibt es auch keine Möglichkeit, dass der mal abhauen kann ein. Aber wir sind da. Ah, hier wieder. Bei den Sümpfen wieder so eine Geschichte. Okay, nice. Und dann ist das wieder da im Wasser, so eine Geschichte. Oh, bitte nicht. Ah, Tahiti. Oh weh, hier kommt wieder gleich so eine Krokodilscheiße oder Alligatorkacke. Only type of savage in these parts are moonshine, swilling, pompous, inbred locals. Dutch, I saw things out there. I don't doubt you saw things, Bill, but your tiny little mind's too small to comprehend what you saw. What you saw was people who lost everything to savagery. Savagery of peasants. Failures come from Europe to reap some awful vengeance on God's last creation. Interesting way you boys gotta prepare for a kill. I'm sorry I wasted my life trying to teach you boys. Love you though, I do. Well, leaving love aside. You think we got this? Don't you never leave love aside, Arthur. It's all we got. Ah, da sehe ich das schon wieder kommen. Da habe ich das schon wieder so ein Scheiße gesehen. Aber zumindest jetzt auf jeden Fall dann nichts im Wasser. Zumindest jetzt auf den ersten Blick nicht. So, was jetzt? Okay. Bill, you're with me. Arthur, John, you take the left side. If you see a shot, you take it. Okay? Good luck, gentlemen. Arthur, let's go. Okay. Oh, John. Dich werden wir auch noch spielen. Nicht in diesem Spiel, aber in Red Dead Redemption, also im ersten Teil. Aber davor spielen wir auch noch erstmal auf Red Dead Revolver. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um diese Kollegen hier. Als ob die uns nicht sehen. Jetzt geht's los! Ja,
Oh, schöner Schuss. So, den haben wir platt gemacht. So. Plündern. Unbedingt Geld holen. Oh, guck mal, da ist ja gar nicht mal so wenig bei denen zu holen. Wir müssen die Leichen plündern. Wir brauchen Kohle, Leute. Ey, die wissen echt nicht, wie man Kohle macht. Also, beziehungsweise, das ist... Hallo? Okay, jetzt haben wir keine Möglichkeit mehr. Oh, was war das denn für... Ja, lol. Okay. Der war geil. Oh, noch so ein geiler Schuss. Oh, der war geil. Der war geil, der Schuss. Ja, aber ich plündere draußen erstmal die Leichen nochmal. Weil ich habe da sogar noch eine Leiche übersehen. Die nehmen wir natürlich erstmal mit. Komm sofort wieder. Bitte Spiel, lass mich einfach. Ich will die Kohle holen. Ich habe 1000 Dollar verloren und viele Spenden gegeben. Ich will nur meinen Kontostand mehr oder weniger zurückbringen. Ist für uns alle gut. Okay, da, aber das Spiel scheint mich zu lassen. Der scheint nichts zu haben. Okay, hier haben wir alles. Nehmen wir den noch aus. Look out!
Zack. Oh. Lol. Leute, sichert mich, damit ich meine Arbeit machen kann. So, jetzt können wir mal hochkommen. Ich komm doch schon. Oh, guck mal, der ist ja auch noch nicht. Plündern. Okay, da kommst du nicht ran. Oh, was haben wir denn hier Schönes? So. Da geht auch nichts. Oha, das ist ein schöner Schuss, so. Au! Du schon wieder. Ich schon. So, erst wird er geplündert. Guck mal, das hat schon gelohnt, Alter. Der hat fast $160 gehabt. Oh nee, die Bullen. Scheiße. Alter, was geht hier ab?
Komm schon! Wo denn? Oh, schöner Schuss wieder. Okay. Ja, bis jetzt klappt alles ganz gut. Wo ist er denn? Okay. Aber da war eh ein Krokodil. Da wird bestimmt noch was passieren. Oder Alligatoren sind das eher gesagt. Da war doch schon wieder einer, oder? Komm, meinte ich zumindest. Hey, Big Man. We gonna ransom you or what? Because from where I'm sitting, you're the one deserving of pity, my friend. All your men, all your money, it weren't no match for a bunch of bumpkins. You are nothing. Leute, wir sehen uns gleich wieder. Es gibt ja also doch noch eine vierte Session, also dass wir noch einen vierten Part dranhängen, weil die Zeit ist rum und ja. Aber wir haben natürlich noch nicht alles geschafft, also hängen wir noch ein bisschen Bonuszeit dran. So, weiter geht's. So, ich habe ich bin übrigens kurz so aus dem Pausenmenü raus und ja. Und er hat gesagt, du tust gar nichts, ne? Nur ist halt dieser eine Satz, ja, der ist jetzt halt nicht drin, deswegen, ja, du tust gar nichts, ne? Jetzt geht's weiter. Me nothing, you stand for nothing. Me, I run a city. And when the law catch up to you, you will die like nothing. I am this country. You are what people are running from. I possess things that you will never understand. You don't even possess your own men. $1,000 to the man who kills him and sets me free. What are you gonna say now? They are even bigger fools than you. No doubt. The law will find you. Already the dogs are on the way. Oh, yeah. Oh, you're right. You are so right. They are good at smelling filth, huh? So filth has got to be disposed of. Our friends, the patriots, are gonna come and rescue you. You repulsive little maggot. Krokodil. Da, ich wusste es auch. Jesus. Part of your philosophy books cover
feeding the fella. Good goddamn alligator, Dutch. Part that covers weakness. That part. Wir kriegen keine Probleme mit denen. Was ist das denn? It ain't nice. I know it. But it is us or him. I figure it might as well be him. Wir kriegen keine Probleme, okay. Aber jetzt haben wir Kopfgeld, oder? Was kommt jetzt noch? Okay, wir sind wieder zurück im Camp. Okay. Was mich jetzt mal interessiert ist, wenn ich auf die Karte gucke, haben wir jetzt... Wir haben 95 Dollar Kopfgeld. Nicht gut. Gar nicht gut. Scheiße, gar nicht gut. Na gut, immerhin mehr als wir haben wir trotzdem Plus gemacht durch das ganze Plündern. Naja, das da kümmern wir uns ja in der nächsten Folge drum. Aufstehen! You awake? I'm sleeping, Arthur. Schlaf doch da, wo man schläft. Quit with the ruckus. I'm tired. So, dann nochmal 50 Cent in die Lagerkasse und dann, ja. Beitrag leisten. Macht ja sonst keiner. $0.51. $38.42 haben wir jetzt. So. Dann würde ich sagen, legen wir es nochmal pennen. Keine Ahnung, warum der Typ da einfach auf dem Boden pennt. Es gibt tausendfach schönere Orte zum Pennen. Aber das muss der wissen. Aber wir können auch gerade gar nicht ratzen. Doch. Hey, da, Digga. Ich will schlafen. Dass das immer so kompliziert ist. Mit den ganzen Funktionen hier, du hast. Ja, okay. 5 Stunden, 11 Stunden, 7, 8, das ändert sich auch ein bisschen. Ja, Schlaf kommt. Nochmal 5 Minuten Mittag. Für 5 Stunden meine ich.
So. Wir machen jetzt. Wir gehen jetzt erstmal hier auf Spiel. Nein, hier, nicht Spieler, sondern Spiel. Und dann klicken wir auf Spiel speichern. So, dann speichern wir diesen Spielstand vom 3.11.2022. 29,3%. Ja, speichern wir den. Und haben jetzt einen neuen Spielstand, der jetzt nicht mehr 29. Ne, doch hier oben, da ist er noch. Okay. 38,6% ist der neue Rote. Ja, gut, fast 10% neuer als noch vor einem halben Jahr. Ja, gut. Ah, es geht langsam voran, aber okay. Wobei, mittlerweile geht es eigentlich schneller. So, weil die Story sind wir jetzt bei 51% und Spielfortschritt 38%. Ja, doch, so langsam tut sich was. So langsam tut sich was. Gut, wir gehen wieder auf Spiel. Jetzt und dann gehen wir auf Spiel verlassen. Und mit diesen wunderschönen Ticken. Würde ich sagen, wenn euch das Ganze hier gefallen haben sollte, würde ich mich wahnsinnig über ein Like freuen. Und wenn ihr weiterhin auf diesem Kanal nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch abonnieren. Ich bin mit raus. Ciao, Leute.